Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem Finish, was ich mit euch zusammen machen wollte. Jawohl, ihr seht richtig. Das ist die, ja, ich denke mal, diese Tempobox oder wie auch immer von DIY Digital Art, die ich euch mal vor einigen Wochen mal gezeigt habe in einem Vorstellungsvideo. Ich habe sie allerdings ein bisschen aufgepimpt mit diesen Holzkugeln, die habe ich mir bei Teddy gekauft und habe auch gedacht, dass ich das Gesichtchen vom Bärchen dementsprechend auch mit drei Holzkugeln ein bisschen aufpimpe. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt die letzten 3 Tage an keinem anderen Produkt gearbeitet, wie jetzt hier an dieser Box. Es sieht zwar so niedlich aus und man denkt sich bestimmt, wenn man das auf der Homepage sieht, dass das was für Kinder ist. Aber ihr Lieben, ich würde tatsächlich sagen, ab 12 Jahre. Erstmal ist es so, dass die Beschreibung doch recht schwierig zu lesen ist. Ich habe auch die Zeichnung, was jetzt hier dieses Hauptthema anbelangt, musste man sehr viel raten, dadurch, dass es nur halbe Stiche sind und es dann immer irgendwie so eine Farbe in die andere übergegangen ist, sieht das jetzt wahrscheinlich auch jetzt im Endresultat an für sich sehr gut aus, muss ich sagen. Wobei es immer wieder Parts gab, wo es ein bisschen schwieriger war und ich dann ein bisschen improvisieren musste. Aber letztendlich ist es auf jeden Fall zu erkennen, was es sein soll. Ein Bärchen mit Schleifchen und zwei weißen Herzchen nebendran. Von der Handhabung her, also wer Probleme hat mit Fingergelenken oder Handgelenken, es ist teilweise wirklich schwierig, diesen dicken Faden durch das Stramin zu ziehen. Also wenn man so eine gewisse Technik raus hat, ist es okay, aber ihr werdet ja auch gleich meine Rückseite sehen, wenn ich den Faden vernähe. Da war es dann auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Also es ist auf jeden Fall ein, denke ich mal, eine tolle Aufbewahrungsbox, aber mit kleinen Tücken, würde ich mal sagen. Umso mehr ist man dann auch stolz drauf, dass man diese Box fertig hat. Und wie ihr ja seht, ich habe es, wie gesagt, mit den Holzkugeln für mich so ein bisschen verschönert. Ich zeige euch auch gleich, wie ich das gemacht habe. Jetzt mache ich auf jeden Fall hier mal. Zum Glück ist dieser Faden wirklich äußerst widerstandsfähig und strapazierfähig, weil man doch ab und zu mal hier ordentlich dran ziehen muss. So. So, somit ist das Teil fertig. Jetzt meine Rückseite. Oh Gott. Ja, so sieht die Rückseite aus. Und das ist so fest, ihr Leute, dass das reicht, wenn ihr hier so dreimal durchgeht. Ja, und dann mit viel Kraftaufwand könnt ihr dann den Faden hier durchziehen und abschneiden. So, damit ist das jetzt erstmal fertig. Den weißen Faden brauche ich erstmal nicht mehr. So, ihr Lieben, also hier, wo ich diese Holzkugeln dran gemacht habe, da kommen eigentlich nur weiße Kreuze hin. Ich habe dann das untere Teil vom Kreuz gestickt, das ist einmal so quer rüber, und habe dann bei dem, der so senkrecht runter geht, dann diese Holzkugel mit dran gemacht. Das habe ich hier an den Seiten gemacht. Und jetzt möchte ich gerne mit euch zusammen das fertigstellen. Ich habe hier schon. Das hat mich so ein bisschen an den Matheunterricht früher erinnert, wenn man irgendwie so einen Würfel oder so einen Quader auseinandergenommen hat. So, jetzt geht es daran oder darum, dass ich das hier gerne verbinden möchte, damit das hier dann später so aussieht. Das heißt, ich muss das jetzt so miteinander verbinden.
Und das mache ich mit diesem etwas dunkleren blauen Faden. Und zwar mache ich da auch diese halben Stiche. Und zwar mache ich das so. Ich steche von hier, das muss ich gerade mal gucken, das sieht man ja dann von oben. Dann wäre es vielleicht schlauer. Ich steche einmal von hier. Wisst ihr warum? Ich steche einmal von hier unten ein, sonst würde man ja diesen Restfaden da oben sehen, ne? Also ich gehe einmal hier von innen durch. Und da kann ich mir den aber eigentlich sogar schon vernähen. So ein bisschen. So, und dann kann ich nämlich einmal, gehe ich mal hier dann an der Seite, eins an der Seite hoch. Und jetzt kann ich das hier wunderbar miteinander verbinden. Das geht ganz einfach. Ich steche einfach hier in ein Löchlein und hier vorne auch. Leg mir das dann hier so drüber und gehe einfach in die nächsten zwei. Und so verbinde ich das miteinander. Ab und zu schaue ich auch, dass es gleich bleibt und dass es vor allen Dingen auch sauber gearbeitet ist. Dass es vor allen Dingen, so wie jetzt eben, hier nicht so durch so einen Stofffaden dann durchgeht. Ich glaube, ich hole euch mal ein kleines bisschen her. Dann könnt ihr da besser gucken. Und dann gucke ich, wo ich rausgekommen bin und dann gehe ich auch hier wieder rein. Ihr müsst halt darauf achten, dass ihr kein Fach auslässt, gell? Dann lieber langsam und genau arbeiten, bevor das dann später nicht hinhaut. Und dann gucke ich auch, dass es so, ja, das liegt auf jeden Fall sehr schön. Manchmal muss man auch hier, das wird man dann sehen, wenn es dann ein paar Stiche vielleicht zu locker ist, dann kann man das hier nochmal mit der Nadel so ein kleines bisschen rausholen, damit da wirklich da nicht zu viel Spiel ist. So, und dann muss ich hier rein. So. Also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass mich das mit dieser Arbeit so packt. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich diesmal wirklich Glück hatte und mir dann auch die Finger und die Handgelenke nicht wehgetan haben. Ich habe echt damit gerechnet, naja, wirst vielleicht so 10 Stiche, lass es gerade mal so einen Faden ein bisschen ausrollen. Ja, dass es dann daran liegt, dass ich dann auf vielleicht früher ab hätte. Dass ich früher hätte abbrechen müssen, weil mir natürlich dann auch alles wehtut. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Und habe ich so gedacht, okay, das muss ich jetzt sofort ausnutzen und werde das jetzt fertigstellen. Mit euch zusammen. Dann habe ich auch mal wieder was fertig. Und es fühlt sich richtig gut an. Ihr Lieben, ich bin jetzt tatsächlich noch mal eine Kooperation eingegangen. Und zwar durfte ich mir von einer neuen Firma mal nach Zahlen aussuchen. Und da war tatsächlich ein Motiv dabei, was ich als Diamond Painting mache. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich eine rote Sonnenblume painte. Ich habe auch schon lange nicht mehr an der gearbeitet. Muss ich bald auch wieder machen. Und habe mir das gleiche Motiv in der gleichen Größe jetzt als Malen nach Zahlen geholt. Und ich finde das so spannend. Denn ich würde diese beiden Projekte gerne miteinander vergleichen. Also sei es beim Painten und Malen, wie so die Farben rauskommen
Und vor allen Dingen dann, wie sieht das Endresultat dann später aus? Da habe ich mir gedacht, oh, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, ein Vergleich mit demselben Motiv, Diamond Painting und Malen nach Zahlen. Da bin ich mal gespannt. Schreib mir mal in die Kommentare, ob ich da richtig lieg, ob das ein toller Vergleich war. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das einer meiner YouTube-Kollegen schon mal gemacht hat. Ich meine, es gibt beim Diamond Painting Größenvergleiche vom selben Motiv. Das finde ich auch eine tolle Sache. Aber jetzt Diamond Painting featuring Malen nach Zahlen. Ich glaube, das, also berichtigt mich da gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das gab es noch nicht. Und das würde ich dann gerne für euch mal machen und auch natürlich für mich selber, um im Vergleich dann mal festzustellen, wie kommt man schneller voran? Wo ist die Handhabung einfacher? Und natürlich dann zum Schluss, wie, welches Produkt gefällt mir besser? Oder gefallen mir beide? Oder gibt es Farbabweichungen? Und. Ich glaube, das würde ein spannendes Projekt werden. Und vielleicht kriege ich das auch hin, dass ich das dann so mache, dass ich wirklich zeitgleich dran arbeite. Ich habe jetzt an der roten Sonnenblume schon ein bisschen was gepaintet, dass ich das auf jeden Fall, das Stück, was gepaintet ist, auch gleichzeitig schon mal male, wenn das Produkt da ist und dann immer parallel arbeite, damit man immer den Fortschritt sieht und immer vergleichen kann, zum Beispiel auch mit den Farben oder so, ne? Also ich finde es richtig spannend. So, und dann vernähe ich das hier unten auf meiner Rückseite. So, jetzt braucht man wieder viel Kraft. Ah, diesmal geht es sogar. Warte mal, das will ich aber hier sauber haben. Und das vernähen wir noch ein kleines, noch mal zwei länger, glaube ich. Dann schneide ich mir das ab. So. Also. Ich wollte mir auf jeden Fall, und ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Ecke miteinander verbinden und diese Ecke und aber unten offen lassen, weil ich dann quasi den Deckel immer so hochnehmen will und dann hier nachfüllen und dann einfach zuklappen. Und das heißt, ich werde jetzt erstmal diese Seite hier verbinden. Vorzugsweise, jetzt muss ich gerade mal schauen, ich weiß es nicht, ob mir das Blau reicht. Was könnte man denn da noch für eine Farbe nehmen? Das Hellblau vielleicht? Und vom Hellblau habe ich nämlich ganz, ganz viel. Vom Hellblau habe ich noch ganz schön Fulle. Ich glaube, das Dunkle, das wird mir dann nicht reichen. So, ich muss mal gerade einen Schluck Wasser trinken. Ich merke, dass meine Stimme so ein kleines bisschen angeschlagen ist. Ich hatte gestern eine 3 Stunden Probe am Stück. Und da merkt man dann oftmals nicht, dass dann die Stimme vielleicht doch so ein bisschen belastet ist. Aber einen Tag später merkt man das dann. So, ich habe mir den Faden jetzt trotzdem mal durchgeschnitten, weil ihr habt ja vielleicht gesehen, dass der gerne, wenn man den doch so oft durchziehen muss, so ein bisschen ausleiert. Also nicht, dass er kaputt geht, aber der dreht sich dann so auf.
So, jetzt wird's spannend. Ich müsste hier rauskommen. Ja, das ist es, ne? Wo man ab und zu dann mal muss wie ein Ochs. Oh. So. Und jetzt müsste ich da von unten arbeiten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das jetzt machen könnte. Weil das muss ja dann so. Genau, ich komme da einmal von oben. Ist das jetzt richtig? Ja. Und dann muss ich einmal hier durch. So, und dann gehe ich wieder hier unten. Und dann einmal hier oben durch. Ja. So. Genau. Ich mache jetzt diese Seite mal fertig und dann geht's weiter. Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt habe ich hier diese Seite mal fertig gemacht. Jetzt kommt allerdings diese Ecke und die wollte ich auch noch mit euch zusammen machen, weil ich selber noch nicht weiß, wie ich das machen soll. Ich bin jetzt vorhin davon weggekommen, das immer einzeln zu machen, sondern habe das dann mir so zusammengelegt und bin dann immer durch zwei Löcher zusammen durch. So, jetzt ist hier noch mal eins, das ist dann dieses hier. Da will ich aber unter diesen, über diesen Pfad drüber. Und jetzt klappe ich das mal zusammen und jetzt möchte ich, dass es eine saubere Ecke gibt. Ob ich dann direkt von hier da wechseln kann. Ja, das müsste gehen. So, und dann müsst ihr immer direkt durch zwei Felder durch. Den Faden verliere. Ja, kann man sehen lassen. Ne? Ich wollte eigentlich, dass diese Ecke. Ne, das gefällt mir noch nicht so gut. Ich möchte eigentlich, dass diese Ecke da, dass das sauber aussieht. Muss ich das noch mal ganz kurz aufmachen? Genau, dann werde ich nämlich hier noch mal eins hochgehen, dass das ein bisschen sauberer ist. No? Ach komm, erst die Nadel, dann den Faden. Genau, dann steche ich nämlich. Seht ihr, wäre nämlich diese Ecke frei gewesen und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Und habe ich gerade mal das Licht ein bisschen höher gedreht. Möchte ich nämlich, dass es hier sauber aussieht, dass man das Plastik mit so sieht. So, ich glaube, so ist besser. Und dann kann ich im Prinzip dann hier durchgehen. So, und dann kann ich nämlich hier. So, jetzt gefällt mir es gut. Seht ihr? Jetzt habe ich nämlich diese Plastikecken so ein bisschen übernäht und jetzt kann ich auf jeden Fall
jetzt einfach hier so weitermachen wie vorhin jetzt auch, dass ich dann immer oben in ein Loch reinsteche und unten und dann gleichzeitig durchziehe. Immer schön darauf achten, dass man kein Feld vergisst. Also wie gesagt, man braucht da schon viel Kraft, ne? Also mich wundert es wirklich, dass mir meine Finger und meine Gelenke nicht wehtun. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Nun mal bin ich immer die Erste, die Aua schreit. Keine Ahnung. Und deswegen, das muss man doch jetzt ausnutzen. Aber vielleicht kommt das ja mit dem Wehwehchen noch. Aber nee, eigentlich möchte ich nicht, dass es kommt. Nein, es wird nicht kommen. Habe ich euch schon erzählt, dass ich mir vielleicht ein neues Auto kaufe, weil mein Auto mich des Öfteren im Stich lässt? Und ja, vielleicht kann ich euch da berichten, dass ich mir dann was Neues hole. Also jetzt kein Neuwagen, vielleicht ein Jahreswagen, vielleicht aber auch einen gebrauchten, vielleicht einen älteren, vielleicht einen jüngeren. Ich weiß es noch nicht so genau. Das ist so ein Riesenangebot und ich habe zwar so 4, 5 Favoriten, aber da muss ich dann erstmal gucken. Das muss verschiedene Kriterien erfüllen und ja, da wird mich auch mein Mann und auch mein bester Freund mich sehr gut beraten. Und da schauen wir mal. So, und jetzt, nein, jetzt bin ich beim letzten Stich aus meiner hier rausgepurzelt. So, und jetzt ist es hier wieder, gehe ich da jetzt noch mal eins durch, genau. So würde ich das machen und dann kann ich den nämlich hier wunderbar vernähen. So lang. Also mal, wenn man sich das hier auflässt, hier unten, ne? Wenn man sich das hier unten auflässt, dann kann man auch ganz toll hier arbeiten. Also das ist... würde ich jetzt mal sagen, überhaupt gar kein Problem. Eigentlich. So. Eine Seite ist schon mal fertig, ihr Lieben. Oh, das sieht aber echt toll aus. Jetzt mache ich noch mal Pause. Mach die andere Seite fertig und dann zeige ich euch die Box, wenn sie fertig ist. So, ihr Lieben, und fertig ist meine Tempobox. Oh mein Gott, jetzt finde ich es so richtig, richtig, richtig cool. Das ist die Rückseite, die beiden Seiten, Seitenwände. Dann hier die Vorderseite. Hier unten habe ich aufgelassen. Da habe ich mir diese Tempotücher einfach hier so reingelegt. Dann kann man das einfach zumachen. Und dann kann man sich schön das Näschen schneuzen. Ah, wunderbar. So, ihr Lieben. Ja, ganz, ganz toll. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Die Mühe hat sich gelohnt. Und... ja, ist auch ein richtiger Hingucker, muss ich sagen. Ja, ihr Lieben, das war mein Finish von der Box. Bin froh, dass ich euch wieder was zeigen kann, was ich fertiggestellt habe. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und sagt mir einfach Bescheid, ob das auch was für euch wäre. Und jetzt klingelt das Telefon. Tschüss, meine Lieben, bis bald. Bleibt gesund.
Und passt gut auf euch auf und viel Spaß bei den Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.